Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich habe mir lange überlegt, ob ich heute ein Video machen soll. Aber da ich momentan an einem Punkt angelangt bin, Point of No Return, wie man so schön sagt, innerlich sehr zerbrochen. Ich warte nach wie vor darauf, dass der Herr mich wieder aufrichtet. Es ist bisher noch nicht geschehen. Also meine Frau ist natürlich noch in der Klinik, ist noch keinerlei Besserung in Sicht. Das Traurige an der Sache ist, dass das Krankenhaus total überfüllt ist, wie ich gerade aus dem Gespräch mit ihrer Betreuerin erfahren habe heute. Und zwar über Weihnachten sind die Psychiatrien so überfüllt meistens, wie ich gehört habe, dass sogar teilweise Betten auf dem Flur gestellt werden mussten. Ja, das ist natürlich sehr traurig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen es da draußen gibt, die leiden, die eine verletzte Psyche haben, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja, sind jetzt 8 Tage her. Es ist schrecklich, wieder mal eine schreckliche Zeit. Es ist jetzt allein in den 2 Jahren dritte Mal gewesen. Und zweimal kam sie schlimmer raus, als sie reinkam. Deswegen, es ist zwar nett, dass die Leute sagen, ja, du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Natürlich liegt meine Hoffnung in Gott, aber meine Hoffnung liegt nicht in die Fähigkeiten der Krankenhäuser, der Psychiatrien, weil ich weiß, was da wirklich abgeht. Ja, leider ist meine Frau auch immer noch nicht im Kampfmodus, was ich sehr traurig bin. Ich habe jetzt die letzten 8 Tage verbracht wie so ein Einsiedler. Habe oft stundenlang am Fenster gestanden, jetzt am Sonntag zum Beispiel, wo es so geschneit hat. Und bin völlig in mich gegangen, bin mental wieder einmal durch die Hölle gegangen, mehrmals hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Wenn was Positives rausgekommen ist bis jetzt, dann, dass ich mich an Jesus Christus festhalte, mehr denn je, dass Gott sich auch einige Male bei mir gemeldet hat. Ich hoffe, dass es intensiver noch wird, weil ich natürlich momentan sehr isoliert bin. Aber vielleicht soll es so sein, ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Es ist etwas, was ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche. Besonders wenn man die eigene Frau seit über 8 oder 9 Tagen nicht mehr gesehen hat, wenn man sie dann mal anruft, dass man nicht einen vernünftigen Satz leider mit ihr sprechen kann, das sind Sachen, die, wie gesagt, das wünscht man niemand. Es ist schwer, auch sehr schwer damit umzugehen. Und ich kann nur sagen, hätte ich meinen Glauben nicht, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ich habe ganz viele Posts und E-Mails bekommen zu meinem letzten Video, was ja sehr, sehr, sehr intim war. Ich hatte ja auch lange darüber gedacht, ob ich das Video überhaupt reinstellen soll. Aber ich fand, das muss einfach so sein. Es musste einfach so sein. Um auch einfach mal zu zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin mit Fehlern und auch mit Schwächen und auch mit Momenten, wo das ewige Kämpfen, dass einen das auch mal übermannt. Und man einfach an einem Punkt ist, wo man sagt, momentan ist der Tank leer, der Reservetank ist leer und es ist kein Kampf mehr in einem drin. Und dass man dann einfach sagt, Jesus, kämpf du weiter für mich. Und dann einfach wartet, wie es jetzt nun mal so ist, dass der Herr einen wieder aufrichtet und man dann notfalls auch weiterkämpfen kann. Oder hofft, dass auch mal andere für einen kämpfen. Aber das ist natürlich so eine Sache, sehr, sehr schwierig. Als erstes möchte ich mich aber erstmal bedanken bei einigen Leuten, die mir geholfen haben. Einigen Leute, die mich finanziell unterstützt haben, die mir christliche Videos schicken, Bibeln schicken und so weiter und so fort. Ich habe mich sehr darüber gefreut, gerade jetzt in der jetzigen Zeit. Auch schöne Bücher über Austreibung etc. Ich möchte da nur einige Leute.
Nein, ich erwähne lieber niemanden. Ich erwähne keine Namen. Die Leute, die mir was geschickt haben, die wissen, wer gemeint ist. Ich erwähne keine Namen aus dem einen Grund, weil da einige bei sind, die den Wunsch geäußert haben, bitte erwähne mich nicht in dem Video, weil das möchte ich nicht. Okay, respektiere ich. Aber alle Leute, ihr wisst, wer gemeint ist, die mich unterstützen, die wirklich mit mir mitweinen, die jeden Tag für mich beten, ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist momentan alles, was ich habe. Ich habe im Moment nicht viel, außer meine Familie, Jesus Christus, eure Gebete und eure Tränen, so dass ich weiß, dass ich nicht völlig alleine bin in diesem Kampf und auf dieser Welt. Also vielen Dank da draußen für alle, die an mich denken und an meine Frau denken. Bitte betet weiter, ganz intensiv. Je mehr, desto besser, denn meine Frau braucht wirklich jetzt Gebete. Denn ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Satan lässt einfach nicht seine Fänge von ihr. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Also wie gesagt, vielen Dank an euch alle da draußen, die an mich gedacht haben. Dann gab es aber auch ganz viele Posts und E-Mails, die mich sehr traurig gemacht haben, wo angebliche Christen sich als absolute Heuchler entpuppt haben. Leute, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, die aber bewiesen haben, bewusst oder unbewusst, dass sie genauso sind wie Pharisäer, Schriftgelehrte, wie Heuchler halt. Diese Menschen merken es nicht, aber die sind wie die Freunde von Hiob. Ihr erinnert euch daran an die Geschichte von Hiob, die ich hier auch in einem Video mal thematisiert habe, als der Satan meinte, Gott zu Gott meinte, ja, jetzt dient Hiob dir, weil du hast ihm ja alles gegeben, er hat ja alles, er hat Frau, Kinder, er hat genug Vieh, er hat die schönsten Häuser, er hat alles. Aber wenn ich ihm das wegnehmen würde, dann würde er dir ins Gesicht spucken. Wie groß wäre dann sein Glaube? Ja, und Gott erlaubte es ihm. Und Hiob wurde alles weggenommen, bis er so am Ende war, dass er sich in den Staub legte, sich den Kopf kahl scherte, seine Kleider zerriss und einfach nur noch trauerte und hoffte, dass Gott auch ihn töten würde, weil er in dieser Welt nicht mehr leben wollte. Selbst seine Frau sagte, dreh Gott den Rücken zu, du siehst ja, was er macht, du siehst ja, was er gemacht hat, und diesem Gott willst du dienen. Aber Hiob wusste, dass er nichts falsch gemacht hat. Er wusste, dass er Gott immer gedient hatte. Und er legte sich dann in den Staub und klagte über sein Leid. Ja, und dann kamen die gewissen Freunde, diese besagten Freunde, und erst taten sie das Richtige. Sie zerrissen auch ihre Kleider und setzten sich neben ihn in den Staub. Das war noch alles schön und gut, bis sie dann ihren Mund aufrissen, ihre Münder aufrissen und ihn Vorwürfe machten, ihn versuchten, Schuld einzureden, ihm zu erzählen, dass er irgendetwas falsch gemacht hat, dass er gesündigt hatte, dass er sich falsch gegenüber Gott verhalten hat, sonst würde Gott ihn nicht strafen. Also die haben sich sehr versündigt und zum Schluss konnten diese Freunde froh sein, dass Hiob beim Vater um Vergebung gebeten hat, sonst hätte Gott diese Freunde getötet. Ja, und da haben sich viele Leute, die ich für Brüder und Schwester gehalten habe, die haben sich wirklich als absolute Heuchler entpuppt. Da kamen dann so Sprüche wie, stell dich nicht so an, mir geht's viel schlechter als dir. Und ja, du hast jetzt genug getrauert. Nach einem Tag wollten mir irgendwelche Leute sagen, die mich nie privat kennengelernt haben, die wollten dann bestimmen, wie lange ich zu trauern habe oder was ich zu tun habe oder trenn dich von deiner Frau und also Kaugummi-Kastensprüche, mit denen man absolut nichts anfangen kann, was auch absolut nichts mit dem Bibelvers weint mit den Weinenden zu tun hat, sondern einfach nur Heuchelei. Also es war geheucheltes Mitleid, so dass sie ihren Verkehren, ihren falschen Gospel und das Volk mischen konnten. Ich fand das sehr, sehr traurig, aber es hat mich auch gelehrt,
wie viele falsche Brüder und Schwestern es da draußen gibt. Und wie traurig es ist, wie viele von Gott verworfen schon sind oder beziehungsweise die eine starke Verwirrung in sich haben, die kurz davor sind, verworfen zu werden. Aber da waren auch einige bei, wo ich mir sehr sicher war, dass die bereits völlig verworfen sind. Ja, sehr traurig, aber auch doch lehrreich für mich. Hab sehr viel daraus gelernt oder mitgenommen. Ja, wie gesagt, betet weiter für mich, für meine Frau, sogar eher noch für meine Frau, dass sie Kampfeswillen hat, dass sie Jesus um Hilfe bittet, dass Jesus ihr Kraft gibt, dass sie endlich den Kampfeswillen in ihr wieder neu entdeckt und um ihre Gesundheit und um mich zu kämpfen, um diese Ehe zu kämpfen, die ja 18 Jahre geht. Und was mich betrifft, ich möchte sie nicht wegwerfen. Trotz aller Widerstände möchte ich trotzdem mit dieser Frau zusammenbleiben, von der ich glaube, dass sie meine Rippe ist. Naja, ich werde trotzdem ein bisschen heute versuchen, also hab ein bisschen Gnade mit mir, falls ich nicht so die Erkenntnis habe oder ein bisschen verwirrt rüberkomme. Das liegt daran, dass ich wirklich durchs Tal der Tränen momentan gehe. Und zwar nicht erst seit 8 Tagen, sondern eigentlich schon seit weit über 3 Jahren. Ich fange mal an. Und zwar waren wir, glaube ich, stehen geblieben bei Petrus. Hier in der alten Bibel heißt es Petri. Erste Petrus. Ich mache weiter bei Kapitel 4. Oder ich guck mal eben. Nee, Unsinn. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Da war ich schon. Verzeiht mir, Leute. Ist ja dann natürlich noch alles von vorne gemacht. Das wäre nicht gut gewesen. Ich guck mal, ob ich hier noch was. Ja, ich mache einfach ein paar Sprüche aus Hebräer und werde mit euch darüber reden. Aber hier sind, wir sind ja auch noch hier. 1. Johannes. Da hatte ich aufgehört. Und zwar hier 1. Johannes Kapitel 4. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer, denn der in der Welt ist. Also der in uns ist, ist der Heilige Geist und der in der Welt ist, ist Satan. Also der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt höret sie. Ja, das ist so wie bei, trotz meiner Zerbrochenheit, habe ich letztens, wurde mir empfohlen auf meiner YouTube-Seite ein Video, das hieß, glaube ich, Heavy Metal für Jesus. Da haben dann irgendwelche verwirrten Menschen ganz extrem Heavy Metal gemacht, unter dem Deckmantel von, wir wollen Leute zu Jesus bringen mit Heavy Metal. Da, auf diese Leute passt hier dieser Vers. Denn sie sind von der Welt. Bevor sie angeblich zu Jesus gefunden haben, waren sie Heavy Metal Fans. Und jetzt, wo sie angeblich so tun, als hätten sie zu Jesus gefunden, bringen sie natürlich zu Jesus ihren weltlichen Mist mit, ihren Geschmack, ihre Hobbys, das, was in ihnen steckt, was die Welt ihnen eingepflanzt hat. Und dazu gehört auch Heavy Metal. Und sie versündigen sich selbst, denn sie tun so, als würden sie mit diesem Krach Jesus oder Gott einen Gefallen tun oder ihn gar glorifizieren, was aber nicht der Fall ist, denn sie glorifizieren den Satan damit. Denn Heavy Metal ist keine Musik, egal wie der Text auch immer lauten mag. Es ist keine Musik, Musik in Anführungszeichen, die Gott glorifiziert. Ich mache weiter. Wir sind von Gott und wer Gott erkennet, der höret uns. Welcher nicht von Gott ist, der höret uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, one-on-one, Heiliger Geist wird hier gesprochen. Das Einmaleins des Heiligen Geistes. Also wer den Heiligen Geist hat, wer von Gott berufen ist, der versteht den Gospel. Der versteht, wenn er irgendwo was sieht. Der erkennt auch, wenn er auf YouTube oder auf Facebook oder auf der Straße jemanden predigen hört oder Videos sieht,
der merkt, ist das wirklich von Gott, was da über den Äther kommt, oder ist das nur weltliches Gefasel von Leuten, die sich eigentlich selber in den Vordergrund stellen wollen oder einfach nur verwirren wollen oder den Geist des Antichristen in sich haben. Ihr Lieben, lasset uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennet Gott. Ja, das passt jetzt momentan auf mich zu. Die Leute, die wirklich für mich tagtäglich beten, und ich kenne einige, die das zum Glück tun, die nicht geschrieben haben, ja, du musst es so und so machen, Konrad, halte jetzt an Gott fest und halte an Jesus fest und tu Buße für die Sünden, die du getan hast. Es geht hier nicht um Buße tun, es geht hier nicht um Festhalten. Das braucht mir keiner sagen. Ich weiß selber, dass ich an Jesus festhalten muss. Und ich habe auch nicht gesagt, nur weil ich zerbrochen bin, dass ich nicht an Jesus festhalten werde. Ich weiß sehr gut, dass ich an Jesus festhalten muss. Das braucht mir niemand sagen. Ich kämpfe seit vielen, vielen Jahren gegen die Dämonen meiner Frau und die Dämonen in meinem eigenen Leben. Und ich weiß sehr wohl, dass nur das Festhalten an Jesus Christus mich daraus ziehen kann. Also, da waren ganz viele Posts, die anfingen mit, ja, Konrad, es tut uns so leid, aber, lieber Konrad, mir bricht es fast das Herz, aber. Und dann kamen die Vorwürfe oder die, dann haben sie versucht, ihre falschen Lehren mit einzubringen oder sich Urteile zu erlauben über mich oder über meine Frau, obwohl sie weder mich noch meine Frau kennen, noch die Kämpfe, die ich ausgefochten habe, die wir ausgefochten haben, aber in den letzten Jahren, die halt nur noch ich ausgefochten habe, weil meine Frau so krank war, dass sie selber gar nicht mehr kämpfen konnte. Also hier heißt es, die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennet Gott. Also die Leute, die habe ich erkannt, die wirklich jetzt Liebe gezeigt haben. Und die werde ich auch niemals vergessen. Und die werde den Leuten, die... Da waren Leute, die haben nur ein, zwei oder drei Wörter geschrieben. Und das hat mein Herz mehr berührt als Leute, die die ganze Romane geschrieben haben, wo ich merkte, da kommt überhaupt keine Liebe rüber. Die wollen einfach nur, die wollen mich jetzt quasi an den Pranger stellen oder mir jetzt ihren falschen Gospel unterjubeln. Und die hatten weder Gnade noch Liebe noch Tränen für mich über, sondern einfach nur Kaltherzigkeit. Wer mich lieb hat, der kennt Gott. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Also nur durch Jesus Christus ist das alles möglich. Auch jeder Kampf. Denn was nützt euch das, wenn ihr im Leben seid und denkt, ihr glaubt? Ich war auch letzte Mal auch wieder, wo es mir so schlecht ging, auf YouTube irgendwelche Seiten gesehen, wo dann das so ganz schön geredet wurde, dass es ist egal, was für ein Glaube man hat, ob man an Buddha glaubt oder an Reinkarnation oder auch man nimmt ein bisschen hier von Jesus. Also wie so eine Art Chefkoch, ich nehme ein bisschen Gewürz davon, ich nehme ein bisschen Gewürz hiervon. Aus jeder Religion nehme ich etwas und schon habe ich mir den eigenen perfekten Glauben zusammengebastelt und jetzt lebe ich so, wie ich leben will, denn ich weiß ja, dass alles okidoki ist. Aber so läuft das natürlich nicht. Das kann sich jeder an einer Hand abzählen, dass sowas immer im Endeffekt nach hinten losgeht. Darin stehe die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ja, das ist ein Spruch, den viele einfach so überlesen, denn es heißt immer, ja, liebst du denn Gott und liebst du denn deinen Nächsten? Aber hier haben wir einen Satz überlesen, da steht nämlich, dass Gott uns geliebt hat und er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat auf die Erde und dabei zugesehen hat, wie der zu Tode gefoltert wird, damit wir von unseren Sünden erlöst werden können. Und diese Erlösung können wir aber nur kriegen, wenn wir Jesus über alles lieben und wenn wir ihm unser Leben überlassen und sagen, Jesus, klappt nicht so, wie ich das wollte.
Ich habe jetzt über 40 Jahre so gelebt, wie ich wollte, mit Drogen, Wein, Gesang, Weiber, und es hat nicht geklappt. Ich bin absolut an einem Tiefpunkt. Jetzt übergebe ich dir das alles, weil ich pack's nicht mehr. Niemand hat Gott jemals gesehen. So wie wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns. Und wir haben gesehen und Zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt, welcher nun bekennet, dass Jesus Gottes Sohn ist. In dem bleibet Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubet die Liebe, die Gott zu uns hat. Also alles immer durch Jesus Christus. Das ist die Quintessenz. Jesus Christus ist einfach alles. Er ist gekommen auf diese Welt, hat 33 Jahre gelebt. Er hat nicht einen Tag für sich selber gelebt, sondern er hat nur dafür gelebt, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Und er hat seinen Vater so stolz gemacht. Und er hat bis aufs i-Pünktchen, wie ich schon mal im Video erwähnt habe, alles genauso gemacht, wie sein Vater von ihm verlangt hat. Und er hat seinen Vater damit glücklich gemacht. Ja, und uns natürlich gerettet. Denn nur wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sind wir gerettet. Wenn wir sagen, ich glaube an Gott, aber das mit dem Jesus, das ist mir irgendwie, klingt mir das wie ein Märchen, das glaube ich nicht, dass das so ist, dann sind wir nicht gerettet. Da könnt ihr noch so viele gute Taten tun, oder ich auch. Wenn ich sage, nee, Jesus ist nicht für mich, ja, dann sind wir nicht gerettet. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ganz genau, Jesus hat so sehr geliebt. Und obwohl er hier auf Erden eigentlich zum größten Teil Enttäuschung bekommen hat. Also ich muss immer wieder das erwähnen, dass selbst seine eigenen Jünger ihm am Tag seiner Kreuzigung teilweise zum größten Teil im Stich gelassen haben vor Angst. Und er hat ihn trotzdem vergeben. Im Gegenteil, er wusste es sogar, dass es so passiert. Er wusste auch, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird. Und er ist trotzdem diesen Weg gegangen, den sein Vater für ihn vorbereitet hat. Und er hat es ohne Murren gemacht. Er hat zwar gesagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat nicht einmal mit der Schulter gezuckt und hat es auf sich genommen, so wie der Vater es von ihm verlangt hat. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich das sehr wohl schon mal in einem Video thematisiert habe, aber das ist egal. Das kann man gar nicht oft genug vorlesen. Also wenn ihr zum Beispiel Streit mit euren Geschwistern habt oder mit euren Eltern oder mit Leuten, die ihr eigentlich lieben sollt, und ihr kommt nicht mal mit denen klar, wie wollt ihr dann Jesus oder Gott lieben oder behaupten, sie zu lieben, wo ihr die nicht mal seht? Das könnt ihr nicht, damit würden wir uns als Heuchler entpuppen. Auch selbst wenn unsere Geschwister oder wer auch immer, unsere Familienmitglieder nicht immer nett zu uns sind oder andere Meinung haben oder einen anderen Lebensstil bevorzugen, sollen wir sie dennoch lieben. Denn wer die kleinen Dinge nicht liebt, wie sollen wir die Dinge lieben, die großen Dinge, wie Gott, wie Jesus Christus, die wir ja nur spirituell sehen, die wir ja erst sehen nach unserem Tod. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn unser Glaube ist Jesus Christus. Und er hat die Welt besiegt. Und alles, was da drin war, alles, was Satan ihm versucht hat, als Stein in den Weg zu rollen, hat Jesus einfach weggerollt und ist seinen vorherbestimmten Weg gegangen. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja, wir sehen auch hier wieder, das ist ganz bezeichnend, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Hier steht nicht, der ist gerettet, der sagt, dass Jesus Gott ist. Also das für die Leute, die da wieder... Da waren übrigens auch wieder einige Leute, die trotzdem noch mit mir diskutieren wollten, obwohl ich in meinem Video gesagt habe, mir geht es wirklich schlecht, nehmt ein bisschen Rücksicht darauf. Da waren trotzdem Leute, denen das völlig am Hintern vorbeigegangen ist und die meinten, mit mir über irgendwelche Sachen zu diskutieren,
zu denen ich momentan nicht weder psychisch noch körperlich noch nervlich in der Lage bin, darüber zu diskutieren, zumal ich in meinen fast weit über 200 Videos alles gesagt habe, was es zu sagen gibt. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so höret er uns. Also die Gebete, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Viele fragen sich, auch ich habe mich tausendfach gefragt, ja, warum hört Gott nicht mein Gebet? Aber es geht natürlich auch immer darum, was sein Wille ist, nicht was unser Wille ist. Denn sein Wille ist viel größer als unserer und seine Pläne sind auch viel größer, deren Reichweite wir gar nicht manchmal erahnen können. Aber dann im Nachhinein, vielleicht Jahre später erst, sehen wir dann, ach, gut, dass Gott das so gelöst hat für mich, diese Entscheidung oder diese Lebenssituation. So jemand sieht seinen Bruder sündigen, eine Sünde nicht zum Tode, der mag bitten, so wird er geben, das Leben denen, die da sündigen, nicht zum Tode. Es ist eine Sünde zum Tode. Dafür sage ich nicht, dass jemand bitte. Also, wenn ihr seht, wie ein Bruder oder eine Schwester sündigt, wir gehen jetzt nicht von Todsünden aus, sondern normale Sünden in Anführungszeichen, dann sollen wir für sie beten. Aber jetzt, wenn jetzt zum Beispiel natürlich einer den Heiligen Geist blasphemiert hat, da bringt dann alles Beten nichts mehr. Alle Untugend ist Sünde und es ist etliche Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahret sich und der Arge wird ihn nicht antasten. Der Arge ist hier wieder Satan und ähnlich wie bei Hiob kann der Teufel uns alle möglichen Steine in den Weg legen, aber er kann uns nicht töten. Er kann uns versuchen, er kann uns Sünden in den Kopf oder ins Ohr flüstern, aber er kann uns nicht zwingen, irgendeine Sünde zu begehen. Das hat Gott genauso geregelt, dass da seine Autoritäten zum Glück beschnitten und begrenzt sind. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Und die ganze Welt liegt im Argen, ja, so wie es jetzt der Fall ist. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesu Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern. Amen. Ja, dieser Vers ist leider ein bisschen falsch übersetzt. Ich habe euch ja schon mal in einem Video gesagt, wie der Satz in Wirklichkeit heißt. Da heißt er, dieser ist der wahrhaftige Gott und das Leben. Hier steht es in seinem Sohne, Jesu Christus. In Wirklichkeit heißt es sogar in seinem Sohne. Also das ist hier eine Lutherbibel, die leider, ich glaube nicht mal, dass es von Luther war. Ich glaube, in der Original-Lutherbibel war es richtig übersetzt. Aber die Bibeln werden ja immer noch von den Kirchen leider überarbeitet und die überarbeiten es manchmal sehr unpassend. Da gibt es zum Beispiel sogar eine neue Weltübersetzung, man könnte auch sagen neue Weltordnungsübersetzung. Ja, und was da für Dinge stehen, das ist haarsträubend. Also wie gesagt, besorgt euch lieber King James Bibel, eine Schlachter 2000 oder auch eine Elberfelder, die ist ein bisschen korrekter übersetzt. Ja. So, ich glaube, ich mache erstmal Ende. Ich danke euch, trotz dass es mir so schlecht geht, dass ihr mir vielleicht zugehört habt. Ich wiederhole es nochmal. Bitte betet für mich und für meine Frau um Stärke, um dass meine Frau Erkenntnis bekommt, dass der Herr sie mit dem Heiligen Geist segnet und dass sie endlich befreit wird, am liebsten komplett.
Mir würde es ja schon reichen, wenn sie so sehr wieder von Gott hergestellt werden würde, dass ich ein einigermaßen geordnetes Leben mit ihr führen kann. Ich verlange ja kein Wunder, aber ich weiß, wie es in dem Gebet heißt, ein schönes Gebet, das meine Frau immer für mich gebetet hat. Das möchte ich hier zitieren. Ihr kennt es vielleicht aus eurer Kindheit. Denn die meisten sagen immer, ja, deine Frau, sie muss eine Sünderin gewesen sein, sonst wäre das doch nicht passiert. Auch solche Sprüche habe ich bekommen. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, der Vater vergibt euch für eure Blasphemie und für eure Verurteilung. Das ist wirklich eine Verurteilung. Aber ihr kennt meine Frau nicht. Und ich kann euch sagen, meine Frau ist meine wirkliche Frau, so wie sie mal war, als ich sie kennengelernt habe, war der liebste und netteste Mensch, den ich kannte. Ja, und wie gesagt, ich möchte euch mit einem ganz, ganz kurzen Gebet, möchte ich mich von euch verabschieden, den meine Frau immer für mich, dieses Gebet, was sie für mich gesprochen hat. Und das lautet, Herr, ich bin es nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, meine Seele wird gesund. Genau dieses Gebet werde ich auch gleich sprechen, denn all die Tabletten, all die Therapien, all die Ärzte, all die Schlaumeier, die über die Jahre hinweg behauptet haben, sie würden meine Frau gesund machen und sie haben sie nur kranker und kranker gemacht. Aber ich weiß, dass der Herr, unser geliebter Vater, nur ein einziges Wort sprechen müsste und meine arme Ela wäre gesund. Und genau darum bete ich, dass genau das passiert. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.